Yo, YouTube, was geht ab? Amir wieder am Start, Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen GTA 5 RP Folge, Leute. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst gerne ein Like, da die Channel, Glocke aktivieren. Und zwar, Leute, es gibt ein Update zu meinem eigenen Auto aus. Wie ihr wisst, wir haben das letzte Mal den BMW, diesen M3, haben wir verkauft. Wir haben gut Plus gemacht und wir haben immer noch unseren Skyline hier, Leute. Der sieht fresh und ready aus. Aber, Leute, das sieht verdammt leer aus. Deswegen habe ich mir jetzt ein paar Autos gekauft. Zwei Stück, um genau zu sein. Und die werden wir jetzt abholen, Leute. Das wird richtig krass, Alter. Die machen natürlich auch ready dann fertig. Und dann haben wir wieder geile Autos im Verkauf stehen, Leute. Und dann wird auf jeden Fall mein Business wieder boomen. Okay, ich würde sagen, wir steigen erstmal in Porsche ein. Und zwar, Leute, die Fahrzeuge, die ich mir bestellt habe, die werden per Schiff geliefert. Das heißt, es kommt ein Container an. Da ist dann wieder eine Ecke, wenn ich abholen muss. Und dann muss ich ihn hinbringen. Ich weiß selber noch nicht, was genau für Fahrzeuge sind, weil das war so ein Mystery Random Shop, ja, mit so einem Container, mit zwei Autos auf jeden Fall. Deswegen bin ich gespannt, Leute. Haben wir geile Fahrzeuge oder haben wir voll die Schrottdinger? Wie werden es euch gleich erfahren? Deswegen bleibt dran, Leute. Wir fahren jetzt zum Hafen. Let's go! Okay, Leute, wir sind angekommen. Guckt euch mal das Riesenschiff hier an mit den ganzen Containern, Leute. Ey, da sind bestimmt voll viele krasse Autos drin oder sonstige Sachen. Oh, ich glaube, das ist meiner hier. Hallo? Wie waren Sie denn? Oh, Leute, ich glaube, das... mein Name ist Amir. Ich soll einen Container abholen. Ach. Ja. Ach, Amir, ja, warte mal, da muss ich mal ganz kurz in die Papiere rein. Ja, gucken Sie mal ruhig rein. Nicht, dass ich hier was Falsches rausgebe. Boah, Leute, guck mal, wie so groß. Wir haben hier den Frachter B327C auf Amir. Na, Amir ist Autohaus, ne? Richtig, richtig, richtig. Okay, ja, dann ist das hier eine richtige gewerbliche Bestellung. Oh, geil, Leute. Ja, gut, gut, gut. Darf ich den dann, soll ich ihn mitholen? Liefern Sie mir den, oder... Das können Sie sich aussuchen, ne? Leute, wisst ihr was? Na, Leute, dem Typen traue ich. Ja, ich fahre das Ding selber, ja? Ja, okay. Jetzt mal kurz den Porsche hier zur Seite ein bisschen parken, damit den keiner hier kaputt macht, Leute. So, parken wir mal ganz kurz hier. So, Leute, jetzt sind wir gespannt. Wir haben auf einen dicken, dicken, dicken LKW. Ich bin gespannt, was da für Fahrzeuge drin sind. Ja gut, brauchen Sie noch irgendwas von mir? Nee, obwohl nur noch eine Unterschrift, ja, für meinen Chef. Ja, machen Sie. Haben eine Unterschrift, dass Sie das... Ja, kriegen Sie ein Autogramm von mir. So, bitteschön. Zack, so, zack, damit zack. Damit Sie damit einverstanden sind und das nicht hier im Nachhinein heißt, ich hätte irgendwas gemacht, ne? Ja, hoffe ich mal lieber. Ja, machen Sie es gut. Leute, guck mal, wie cool das aussieht, Leute. Oha, ich fahre so einen dicken LKW. Guck dich mal an, Leute. Kein Beifahrer. Wobei, so ein Ständer, wenn ich rechts und Seitenspiegel habe. Würde ich mal sagen, wir fahren jetzt erstmal los hier, Leute. Oh Gott, ich muss aufpassen. Oh mein Gott, ich glaube, der Fracht darf echt nichts passieren, Leute. Wenn da irgendwas kaputt geht, den habe ich richtig Bruch gemacht. Ich habe 100.000 für den hier bezahlt. Wow, 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 wow. Okay, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Weiß ich nicht einfach, den hier zu lenken, ne? Sag ich euch so, wie es ist. So, wir müssen hier schön, schön dicken Winkel. Okay, Leute, wir sind auf der Autobahn. Jetzt kann nichts mehr Schlimmes passieren. Jetzt ist es eigentlich fast nur noch geradeaus fahren. Deswegen, Leute, fahren wir jetzt zum Autohaus. Let's go! Oh mein Gott, Leute, ich bin echt gespannt, was wir hier draus machen können. Ich muss erstmal hier zur Seite fahren. So, weg, weg, weg hier! Oh mein Gott, Leute. So, wir fahren jetzt hier. Kriegen wir den da reingeladen überhaupt, Leute? Ich glaube schon, oder? Oh, hoffentlich schaffe ich die Kurve hier. So, ein bisschen so seitlich. So. So, noch hier ein bisschen seitlich fahren. Lastkraftwagenfahrer zur Seite! Oh nein, Leute, okay. Oh, ich sag echt, hier mit zu drehen ist nicht so einfach. Soll man hier noch ein bisschen. Also, ja, perfekt, 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 perfekt. Leute. So. Dann krieg ich ihn jetzt irgendwie hier ab wieder. Egal, Leute, wir lassen das Ding kurz dran. Und jetzt haben wir erstmal den runterverrachten. Ich muss erstmal ein paar Knöpfe abmachen. Okay, Leute, wir haben jetzt abgeladen. Hinten habe ich auch aufgemacht. Ich konnte aber nicht hingucken, Leute. Ich will das mit euch zusammen gucken. Erstmal den packen wir erstmal hier ein bisschen zur Seite, dass wir gleich die Autos auch in die Werkstatt fahren können. Oh mein Gott, das wird so episch, Leute. Das wird so krass episch. So, wir fahren jetzt mal kurz hier so hin. Okay, Leute, ich hoffe, ihr seid bereit. Seid ihr bereit, Leute? Weil ich bin's auf jeden Fall. Was für Autos haben wir jetzt geholt? Den Review kommt in 3, 2, 1. Oh mein Gott. Leute, das ist ein Rolls-Royce Dawn. Oh mein. Holy moly, Leute. Das war, habe ich mir auch gar nicht angeguckt, Leute. Geh auf, Garage. Geh auf, geh auf. Oh mein Gott, Leute. Die werden damit so dick Plus machen, wie es einfach nicht mehr geht. So, die Tour wir erstmal jetzt hier hin. Da müssen wir auch gleich checken, ob da alles okay ist, Leute. Dann werden wir auch gleich wieder, ne, den Dings hier hochfahren, damit wir das von unten auch angucken können. Weil wenn der nicht so gut ist, Leute, dann raste ich aus. Dann raste ich aus, Leute. Das muss gut sein. Guck auf das zweite Auto. Das zweite Auto. Gönn mir auch. Bitte, 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 Leute. Oh, das ist ein Bentley. Das ist einfach ein Bentley. Nein, ist doch kein Bentley. Was laber ich? Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Es ist ein Brabus. Oh mein Gott, Leute. Was war das für ein Pull? Digga, wir haben 100.000 dafür gezahlt. Boah, Leute, geil, geil, geil. Ey, Leute, ich muss die direkt auftun. Ich muss die direkt fertig machen, Leute. Ich muss die fertig machen. Mir juckt's in den Fingern. Aber kurz abchecken, ob bei dem auch alles okay ist. So, wir fahren jetzt. Oh, jetzt sind wir hier ausgestiegen. Beide bitte einmal nach oben. Beide bitte einmal nach oben. Einmal ab hier.
Der zweite bitte auch einmal ab hier. So, da ist der Knopf. Oh mein Gott, Leute, lass uns das mal ganz kurz hier abchecken. Ja, oh, clean, sauber, schön. Oh, guck mal, die Bremsen auch komplett neu. Warte, was mit dem hier? Oh mein Gott, Digga, bessere Verfassung hätte ich mir echt nicht holen können, Leute. Okay, Leute, ich werde jetzt beide tun und danach sehen wir uns wieder. Seid gespannt, wie sie aussehen werden. Okay, Leute, ich habe den ersten getuned, Leute. Guck mal hier an. Den Brabus habe ich in einer schönen goldenen Farbe gemacht. Und das sieht so edel aus. Ja, Leute, keine Sorge. Ich zeige euch auch den Rolls Royce. Aber erstmal fahren wir hier zur Verkaufsstätte rein. Oh, Leute, das wird so episch, Leute. So, da seid ihr hier, meine Freundin. So, fahren wir ein bisschen ein Stück hier zurück. So, da rein. Jetzt holen wir uns den nächsten, Leute. Okay, Leute, ab. Wir müssen ab zum Rolls Royce. Und da ist er, Leute. Guck, wie geil der aussieht. Leute, mein Gott, das Interieur, Leute. Oh, komm, wir gucken uns mal rein. Guck mal, wie clean das aussieht. Leute, jetzt fragt ihr euch, okay, Ami, warum machst du die Farbe hier? Leute, das hat einen Grund, weil, Leute, Ami, Sio, was geht? Du hast nicht so viel Zeit, aber hast du schon mitbekommen? Es gibt bald ein richtig fettes Auto-Tuning-Treffen. Wow. Oh, was hast du für eine heftige Karre, Bro? Ja, Digga, die habe ich mir gekauft. Die habe ich jetzt fertig getuned. Aber, Bro, ich sag dir mal ehrlich, damit wirst du keine Chance haben beim Auto-Tuning-Treffen. Und zwar bezieht sich dieses Treffen nur auf Autos, die unter 10.000 Euro wert sind. Verstehst du das? Oh mein Gott. Ja, ich verstehe. Also mit deinem Rolls Royce hast du gar keine Chance. Bro, ich wollte das einfach nur mitteilen. Ich muss auch leider jetzt weg, weil ich meinen eigenen Golf jetzt auftunen muss. Mein Golf ist natürlich erlaubt. Und deshalb tschüss. Tschüss. Oh, Leute, mit dem Golf. Oh, aber der Golf, nee, den finde ich nicht nice von Stu. Aber erstmal müssen wir den reinstellen, Leute. Guck mal, das ist auch eine Farbe. Lieblingsfarbe von Max. Alter, den muss ich an Max verkaufen. Aber, Leute, ein Tuning-Treffen unter 10.000? Das könnte die Werbung für mich sein. Stellt euch mal vor, jeder kommt zu mir zum Tunen und Autos kaufen. Ey, das muss ich gewinnen, Leute. Damit kann ich mir einen guten Namen in der Stadt machen. Aber wer ist die Konkurrenz? Da bin ich auch mal gespannt, Leute. Aber erstmal müssen wir den jetzt hier reinparken. Dann brauchen wir ein Auto für unter 10.000? Okay, das wird krass, Leute. Aber ey, Leute, das sieht so sick aus hier. Oder seid mal ehrlich, schreibt mal in die Kommentare. Welchen von den drei würdet ihr gerne haben jetzt hier? Boah, Leute, ich kann mich nicht entscheiden. Entscheidet ihr das in den Kommentaren, Leute. Aber jetzt erstmal müssen wir los. Wir werden dieses LKW-Teil zurückbringen und dann werden wir unseren Porsche wieder abholen, Leute. Und dann irgendwo gucken, wo wir günstiges Auto kriegen. Let's go! Okay, Leute, wir sind auf dem Weg nach Sandy Shores. Da ist ein Autoverkäufer, Leute, der verkauft so billige Autos, so gebrauchte Autos. Und ich denke mal, da kriegen wir einen gut unter 10.000. Und da müssen wir aber natürlich auch Auge aufhalten, weil wie können wir den tunen am besten, Leute? Wir müssen tunen, wir müssen Geschwindigkeit reinkriegen, Bremsleistung, Aussehen, alles rein, Leute, extra Funktionen. Wir müssen irgendwas ausdenken, was kein anderer macht, damit wir auffallen, weil ich muss das Ding gewinnen, Leute. Das ist so eine gute Werbung für mich, weil nur Autofanatiker da sein werden. Oh, hier ist der, Leute, hier ist der. So, packen mal kurz unseren Porsche hier. Der wird bestimmt denken, ich bin König, weil ich mit der Porsche angekommen bin. So. Yo, peace, homie. Ja, peace, homie. Ey, stabiles Auto, Mann. Ja, danke schön. Wow. Und zwar, ich bin hier gekommen, weil ich auch ein Auto von ihm kaufen wollen würde. Was? Bist du dir sicher? Du hast doch schon eins. Ja, aber ich will ein bisschen auch andere Geschäfte hier unterstützen. Ja, ich denke mal, dass sie ein bisschen... Ja. Boah, Leute, das ist schon frisch. Wie findest du den? Ja, das ist der Black Peace Boy. Der Black Peace Boy, ah, okay, verstehe. Das ist der. Oh, der ist mir ein bisschen zu dick, Oli Leute. Oli Peace Boy. Der Oli Peace Boy. Was kann man denn hier drauf machen? So, oh. Ja. Oh, der sieht sauber aus, das Leute. Das ist ein sehr süßes Auto, wie du siehst. Das ist auch sehr gut im Zustand. Akzent, das ist mein kleines Baby. Das boah, Leute, den sehe ich mich irgendwie. Ich nenne das Auto immer Doppel Peace. Doppel-Piece. So, was ist mit dem hier? Oh, Leute, nee, der ist mir zu altmodisch. Nee, gefällt mir. Okay, über den hier müssen wir nicht reden. Wollen Sie sich Müll mich mal langsam hier runter tun? Nee, das ist auch zum Verkauf. Ah, okay. Ja, gut, einmal Müll. Ja, was würden Sie denn für den hier verlangen? Für den Doppel-Piece? Ja, der liegt aktuell bei 9.000. 9.000, Leute. Dollar. Dürftig. Ja, ich sag Ihnen ehrlich, also für 8 hätte ich ihn wahrscheinlich jetzt mitgenommen, sofort. Bar sogar, aber 9.000? Das ist Taktik. Aber wie? Ja, also wenn sie mir den jetzt für 8.000 verkaufen würden, gebe ich ihnen das natürlich jetzt bar auf die Hand. Also peace love and harmony, ne? Peace love and harmony, okay. Ja. Und jetzt ist es klar. Ja, also 8.000? Ja, peace. Alles klar, gut. Warten Sie mal schon kurz, sehr kurz das Geld nach. Ja, bitteschön, 8.000! Oh, dankeschön. Peace love and harmony. Oh, Leute, der stinkt. Ja, passt. So, ich lasse meinen Porsche hier, der wird später abgeholt von einem Mitarbeiter von mir, ne? Die Auto auf, ja, ganz vorsichtig. Ja, alles klar. Peace. Oh, Leute, wartet mal. Der ist hier so abgeschirmt. Was ist denn das für ein Spiegel? Okay, Leute, wir müssen auf jeden Fall... Oh, hinten sind noch Boxen und so. Was will der denn? Ja, bitte? Yo, peace, Bro. Reite die Welle mit dem Auto. Ja, reite die Welle. Leute, der ist ja viel cool. Warte mal, Leute. Der zieht gut. Der hat Power.
So, mal kurz hier ausweichen. Ich bin aber Rennfahrer, Leute. Okay, der zieht gut, Leute. Das ist echt nicht schlecht. Aber ich muss mal sagen, den nehmen wir jetzt komplett unter die Lupe in meiner Werkstatt. Also fahren wir jetzt dahin. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, Leute, jetzt bin ich mal gespannt. So, was können wir mit dem so Schönes hinkriegen? Leute, wisst ihr was? Ich lasse euch jetzt mal live dabei beim Tunen. Und zwar, Leute, ja, das habe ich doch keinem erzählt. Wir tun den ganzen jetzt hier hin, so. Erstmal hier drauf. Dann müssen wir gucken. Okay, was wollen wir machen, Leute? Natürlich gibt es hier erstmal eine Vorschau. Leute, erstmal Reifen. Wollen wir die Reifen haben, so in dem Stil hier? Aber... boah, ich weiß nicht, Leute, das fühle ich irgendwie nicht. Vielleicht mal hier als, als so, okay, die sind halt ein bisschen dicker, Leute, aber ich finde, die passen besser zu dem Auto. Muss mal echt gerade hier schauen, Leute. Was gibt's denn hier noch so Schönes? Nee, die mag ich nicht. Ist so oldschool, oh, Lowrider, oh, Leute, okay, okay. Irgendwie mag ich die hier. Ich mag die irgendwie, Leute, ist gar kein Problem. Die holen wir uns natürlich. Wollen wir uns vielleicht, boah, Leute, guck mal hier, was wir hinten noch machen können. Oh mein Gott. Boah, ich fühle die vier Dinger hier mehr. Ich fühle die vier Dinger richtig krass. Guck mal, und so tune ich immer meine Autos. Mal ein bisschen zurück, weil wir wollen uns an der Stoßstange hier ändern. Kennzeichen weg. Boah, Leute. Oh, Leute, wisst ihr was? Wisst ihr was, Leute? Ich muss aber noch überlegen. Oh, wer kommt da denn rein? Hallo? Hey. Uwe, was geht ab? Hey, Emil. Alles klar bei dir? Oh, deine Betsy. Willst du deine Betsy? Jetzt soll ich deine Betsy ein bisschen sauber machen. Ölwechsel, Benzin rein. Ich will, dass du die Betsy auftunst. Oh, auftunen? Oh ja, mal ein bisschen Nitro rein und sowas. Bisschen Nitro? Ja, mal eine schöne Farbe, sowas. Was das knallt hier? Ah, du willst neue Farbe? Was Knalliges. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, Uwe. Uwe, warte direkt. Ich mach das direkt fertig für dich. Du bist doch ein Ehrengast hier. Danke. Ja, super. Guter Junge da. Leute, wir machen kurz... ey, Uwe ist so ein Schätzelein. Wir machen ganz kurz den Roller fertig und dann, Leute, let's go. Oh, Leute, ich glaube, ich bin ein bisschen ausgerastet. Uwe, guck mal hier! Ey, was hast du da gemacht, Alter? Digga, fahr das Ding da mal. Guck mal, ich hab die Ersatzreifen dran gemacht. Genug Spiegel, damit du mal alles sehen kannst, weil du trinkst ja gerne so viel, dass du auch mal ein bisschen, weißt du, checkst und genug Licht. Okay, okay. Aber Uwe, hast du einen Tipp, was aus dem hier noch machen kann? Mit der Scheißkiste hier. Ja, also ich glaube schon, dass man noch was Geiles noch mit machen kann, oder? Alter, ey, was ist denn los mit dir? Was hast du denn damit gemacht, ey? Ja, ja, schon gut. Es ist ein Tuning-Wettbewerb heute. Damals zu meinen Zeiten, als man die ersten Tuning-Wettbewerbe gemacht hat, ne? Ja. Da hätte man mich geschlagen für sowas, ne? Ja, also dann willst du sagen, du bist ein besserer Tuner als ich, oder was? Das ist die Jugend von heute, ey. Das ist ja gar nichts hier. Okay, Leute, Uwe. Weißt du, wir haben noch Zeit, Leute. Uwe, komm, wenn du so krass bist, dann komm, ich gebe dir das, das Auto hier. Du hast die ganze Werkstatt für dich schon da und zeig, was du drauf hast. Ja, von mir aus, Emil, komm beiseite. Ich zahl so lange, bist du dein Roller, ja? Ja. Ich passe auf Betsy gut auf. Ach du heilige Scheiße, Leute, was macht der? War das eine gute Idee? Das geht hier nicht, das geht nicht. Oh mein Gott. Ja, Uwe, ich komm wieder, Leute. War das vielleicht eine falsche Entscheidung? Leute, gucken, lass uns mal gucken, was wir aus der Betsy gemacht haben. Ich habe Nitro eingebaut, drück mal auf den Knopf. Wow! Wow! Oh mein Gott, was ist mit der Betsy? Nee, Leute. Mal gucken, ein bisschen Wheelie ziehen, aber mit dem gehen wir lieber Uwe zurück. Mit Betsy kann ich nicht umgehen, Leute. Ich glaube, für Betsy muss man echt geboren sein. Das ist wie so ein Excalibur-Schwert, Leute, aus dem Stein zu ziehen. Nee, 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 nee. Lassen wir das Ganze mal wieder. Wir gehen wieder zurück zu Uwe. So, Leute, wir sind jetzt angekommen. Ich habe schon auch einen Helm angezogen. So, polieren noch. So. Oh, mein Gott. So, tut man Autos, Leute. Ja, gut. Ja, gut. Guck mal, hier Hydraulikfunktion. Ach du Heilige. Ja, kommst du auch wieder hier raus? Komm, lass mich dir helfen. Ja, was ist das denn für eine Scheiße, ey? Ey, du bist ja komplett falsch reingefahren, hier, Uwe. Was ist los mit dir? Scheiße, ja, ey. Warte, oh, wow, wow, wow. Okay, Leute, wir helfen ihm gerade schnell raus. Ach du Heilige, Uwe. Uwe, nein. Ja, geht doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, was macht der? Dafür hat man doch so eine Hydraulik, ne? Wow, Uwe. Ey, Leute, der macht doch noch alles kaputt. Der hat zwar geil gemacht, aber macht doch wieder alles kaputt. Eieieiei. Ach du heilige Uwe, sind das da vorne Kanonen? Was? Leute, der hat Laserkanonen. Uwe, wo hast du die Laserkanonen her? Ich weiß nicht, von was redest du da, ey? Okay. Ey, Uwe, du hast gewonnen. Das mit der Betsy geht aufs Haus, ja? Du musst nichts zahlen. Ich habe eh kein Geld. Stimmt auch wieder. Okay, Uwe, ich danke dir, ja? Tschüss, Emil. Uwe, ich wünsche dir was. Mach's gut. Beiseite, Geringverdiener. Ja, Entschuldigung. Leute, was ist das denn für eine Karre geworden? Guck mal hier. Lasergeschoss! Bam, 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 bam. Wir gucken erst mal in den Ballers. So, warte mal, hier, guck mal hier. Was? Der hat einen Mittelfinger gezeigt, Leute. Der hat mir einfach Mittelfinger gezeigt. Wow! Wow, okay, Leute. Den bringen wir gerade schnell hier wieder raus. Okay, 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 okay. Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Tuning-Treffen und checken ab, was Hugh
und die anderen gemacht haben, Leute. Let's go! Okay, Leute, hier soll das Tuning-Treffen stattfinden. Ich würde mal sagen, dann parken wir einfach hier auf diesem Parkplatz, Leute. Bin ich echt mal gespannt, ob die anderen auch da sind. Ich frage mich, wie viele Leute hier sein werden. Das wird so eine dicke Werbung für mich, Leute. Die ganzen Zuschauer und sonstiges, das wird so krass. Hey, Leute, geht jetzt schnell hier rüber. Wie geht's schnell hier rüber? Bin ich zu früh da? Ich frag mal die Jungs. Ach, krass, glaub, da hinten ist Max auch noch. Oha. Ey, yo, was geht? Yo, yo, was geht ab, Amir? Ja, aber Max, sind wir zu früh dran oder wo sind die ganzen Leute? Hey, der ist ja der letzte Kandidat endlich. Oh, Russik. Für YouTuber. Aber nur für YouTuber, ohne... Oh, so. Ja, gut. Ja, ja. Ja, gut, dann warte, ich geh mein Auto gerade holen, ja? Zeig mal dein. Wo ist denn deine Schmalspurkarre, Junge? Schmalspurkarre. Ey, Leute, ich dachte, hier wäre dicke Werbung. Aber egal, Leute. Allein wenn... Ich glaube, vielleicht macht Max ja sogar ein Video draus. Das wäre auch die krankeste Werbung, Leute. Wir schauen mal. Erstmal steigen wir jetzt in mein Auto rein. Wisst ihr was, Leute? Ich habe ja so eine Jump-Funktion. Leute, ich werde jetzt richtig damit erschrecken. So, lass uns mal ganz kurz hier erstmal zumachen. Und dann kurz hier rüberfahren. Leute, hier rüberfahren. Und 3, 2, 1, let's go! Woohoo! Hey, guck mal, da fliegt was ein... Was ist das denn, Alter? So! Hey. Was geht ab? Armin, was? Das ist deine Karre, oder was? Oha! Ja. Alter, Bro, wir sollten etwas zu... Alter, Digga, willst du uns töten, oder was? Hier hin, ey. So! Hört mal zu. Alter, also, sag mal so, erster Eindruck war gar nicht mal so schlecht. Kommt mal jetzt alle her, ihr Jungs. So. Ja. Hier, ich habe ja das Tuning-Treffen hier veranstaltet. Ja, okay. Damit ihr anderen halt auch mal eine Chance habt, ne? Wir haben halt gesagt, maximal bis 10.000 Euro die Autos. Ja. Weil ich finde es halt mittlerweile schon langweilig, immer mit meinem Lambo zu gewinnen. Deswegen, es soll der beste Tuner hier gewinnen. Deswegen haben wir alle Schrottautos getunt. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, wer hier das Beste gemacht hat, ne? Ey, das sind richtige Trailmaker-Vibes hier. Alter, ihr habt nur... Ey, guck mal mein Auto einfach an, Leute. Das ist der Sieger, ey. Okay, Leute, wir gucken uns mal echt Strohsacks Auto an. Boah, das sieht echt geil aus, Strohsack. Jetzt pass mal auf, ihr kleinen Knirps. Ich drücke einen Knopf und was passiert dann, Leute? Bam! Oha! Diskothek drin! Oha, der Motor! Exzellent! Boxen, Alter. Ja, ja, das ja, cool ja. Was Digga, das ist echt Baba. Oha. Ja. Oh, hier, okay, dann muss ich sagen, Russack, nicht schlecht, nicht schlecht, der Specht. Jetzt kommt zu mir, Jungs, zu mir. Okay. Also, kommen wir zurück zu meinem Golf. Darf ich erstmal vorstellen? Ey, hör auf, mein Auto zu hauen, Max. Seht ihr diese... Warum haut mein Auto, Jungs? Ey, lass doch mal in Ruhe. Ey, ich hab doch gar nichts gemacht. Erstmal fangen wir mit der Chromlackierung an, ja? Ja, okay, das sieht cool aus. Diese Chromlackierung an vom Allerfeinsten. Das sieht echt cool aus, muss man sagen. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen? Let's go! Bam, bam, bam! Okay. Okay. So cool. Was war das jetzt? Weird Flex. Keine Ahnung. Okay. Jungs, egal. Okay, und das ist dein Auto, Max? Das hier ist meiner, der Peugeot 206. Habe ich hier okay, so eine Neonlackierung drauf gemacht. Das sehe ich nicht aus, grüne Auto. Scheinwerfer, grüne Untergrundbeleuchtung, dicken Carbon-Heckspoiler oben drauf. Ja. Ah. Das sieht nicht schlecht aus, Ich muss echt. Chromfelgen. Also, ich muss ehrlich sagen, aber Leute, Russlands Auto klingt ein bisschen am besten von den drei. Ich hoffe, ich kann mit meinem vielleicht ein bisschen top, Leute. Okay, Leute, ab zu meinem! So, als allererst mache ich natürlich jetzt auch alle Türen auf. Bam! Die Türen sind auf. Leider, Kofferraum und. Was für ein Kofferraum und Motor. Ah, ja. Mann, ich habe so lange gefasst, mein Arm blutet. Ja. Selber recht, weil selber das alles anfassen muss, Junge. So, wer hat Bu gesagt? Alter. Ach, Bu sagt, guck mal, Leute, Max sagt Bu. Hier, Bu! Bam! Bam! Ey, der hat Laserwaffe, das ist doch gar nicht erlaubt. Alter, so. Mann, doch hier kein Kampf, das ist so, aus dem Weg. Was ist denn dein Thema Problem? Verfehlt, Amir. Wie, ich hab gewonnen, meinst du das Krasseste? Du hast das Thema verfehlt. Xiu, was sagst du? Ehrlich, ihr habt meine Autos auch richtig angemacht und angekotzt, wolltet ihr, aber ich finde Amis Auto richtig geil, sag ich euch ehrlich, Amir hat für mich gewonnen. Ja, also, was hast du gesagt, Russland, ich hab auch Thema verfehlt. Bam. Xiu, dein Auto lasse ich in Ruhe. Leute, es hat Spaß gemacht. Ich will lieber weg, Leute. Mach die Raste voll aus. Macht's gut. Los, tschüss, Jungs. Na, was für alle auf Armin, lass mich in Ruhe. Leute, wisst ihr was? Tschüss, Jungs. Hey, Leute. Was haben die für geile Auswahl? Leute, ich sag euch echt, mein Auto war das Coolste, oder? Schreibt in die Kommentare, welches Auto am besten gefallen hat, Leute. Wir werden in der nächsten Folge wieder normal verkaufen gehen, Leute. Wir haben neue, FIFA, dicke, neue, fette Autos. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Channel, Glocke, wir chatten, Jungs, den Videobeschreibung ab. Ich würde sagen, euer Armin. Ciao.